Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der Wild West 16-fach. Der Motor, wieso macht eigentlich der Elektromotor hier Sounds? Und wir sind zurück auf unserer riesengroßen Karte und werden jetzt mal zusehen, dass wir die Restarbeiten des Julis erledigen. Die sind nämlich in der Tat dann doch noch relativ viele. Gehen wir mal durch. Wo sind wir überhaupt? Wo stehen wir denn? Einmal Bestandsaufnahme. Hier wird abgefahren. Ja, wir haben hier ein paar Bäume gepflanzt. Vielleicht auch ein bisschen größeren Abstand wählen. Hier dann doch ein bisschen, wenigstens. So, hier wollte ich mal ganz kurz gucken. Nee, hier kann man den Pflanzabstand nicht einstellen. Okay. Holz müssen wir verkaufen. Und wir müssen... Da wird noch alles fleißig abgefahren. Der war jetzt auf welchem Feld? Aha, ja, das ist das Grasfeld. Sehr schön. Hier können wir den Pflug losschicken. Und dann werden wir gleich mal eine andere... das können wir dazu mal eine andere Thematik kurz ansprechen. Gebt mir eine Sekunde. Das ist alles richtig eingestellt. So angenehm, dass der... nur hier den Flug hinten dran hat und nichts anderes. Da ist das alles immer richtig eingestellt. Und zwar, ja. Komm, ich helfe dir. Hast den einen Baum gefunden, ne? Gut gemacht. Ich glaube, hier brauchen wir nochmal einen anderen, eine andere Zugmaschine für. Okay, wird blockiert. Bin mir nicht sicher. Aber ich... Bleib doch mal bitte stehen. Ah, jetzt. Hoffe ich nicht doch auf... Was ist denn auch mit ihm da hinten los? So schräg. Ja, jetzt haben wir ein bisschen was ausgekippt. Nicht schlimm. Ob wir nicht doch wieder auf einen Anhänger gehen sollten. Ich habe das Gefühl, dass die überdurchschnittlich häufig irgendwo hängen bleiben. Irgendwas nicht richtig funktioniert. Ich glaube, wenn wir uns da einheitlich für den Kollegen Brandner entscheiden würden, in der Großkonfig mit 34, könnten wir da... Ich glaube, da fahren wir besser mit. Wenn wir nach dieser Ernte, werde ich die mal austauschen. Naja, die Gerste hier ist voll. Dann gucken wir mal. Ist alles voll, das ist schon mal gut. Und genau darüber will ich gleich mit euch reden. Dann gucken wir mal, ob wir das gegebenenfalls zu... Hier ist es auch voll, ja. Gut, dann Silo. Okay. Genau, wo wir hier nämlich mal bei der Mühle stehen. Und neben der Mühle ist ja auch die Bäckerei Knust. Und der Pavel von der Bäckerei Knust, da könnt ihr übrigens mal auf seinem YouTube-Kanal vorbeigucken. Und insbesondere auch seine Twitch-Streams sind sehr zu empfehlen. Sehr, sehr, sehr viel Humor, sehr viel Spaß. Kann ich echt empfehlen. Auf jeden Fall hat Pavel geantwortet, Moin, das Thema Hafermehl ist mir auch schon aufgefallen. Wer sich erinnert, in einer der letzten Folgen habe ich kurz darüber gesprochen. Und er schreibt, meine Erklärung, die ich mir zusammengereimt habe, ist die folgende. Es wird aus Hafer ja so gut wie nie Mehl gemacht. Das wäre mir auch neu gewesen. Von daher deckt sich das mit dem, was ich dachte. Und jetzt schreibt er weiter, im LS wird ja alles in Liter angegeben, was hier ein Volumen angibt und kein Gewicht. Stimmt. Jetzt die Erklärung, aus Hafer werden meist Haferflocken gemacht. Dabei wird das Haferkorn plattgepresst. Was dadurch passiert ist, dass Hafer mehr Raum braucht. Also wird aus 100 Liter Haferkorn ca. 120 Liter Haferflocken. Ja, Pavel, vielen lieben Dank. Das erklärt meine Frage zu der Thematik, wieso aus dem doch, ich sage mal, recht sparsame Ausbringmenge von Hafer dann doch so viel Mehl entsteht. Nehmen wir es einfach mal nicht als Mehl, sondern als Haferflocken, die dann beigemengt werden und dadurch natürlich sehr viel Volumen einnehmen. Ja, vielen lieben Dank für diesen absolut guten Kommentar und
ja, schaut, wie gesagt, gerne mal bei Pavel auf den entsprechenden Kanälen vorbei. Kann ich ja hier auch nochmal in die Videobeschreibung mit aufnehmen. Muss entladen werden. Wer denn? Wo denn? Macht das schon. Aha. Er bleibt da stehen. Das ist schon... Das funktioniert schon. Das ist schon echt cool. So. Was ich nicht umstellen kann hier bei dem Kollegen, ist die Abladeseite. Ich drücke U und es tut sich gar nichts. Das bedeutet, ich werde hier einen wunderschönen U-Turn machen. Na komm. So. Und mal so bis hier. Dann hier abladen. Zack. Super. So, jetzt helfen wir ihm nochmal wieder zurück auf Spur. Sonst verhaspelt er sich hier gleich irgendwo, das weiß ich doch. Und dann geht es ab Richtung Heu. Ob wir jetzt hier wirklich schneller sind als mit dem anderen, ich wage es ja fast zu bezweifeln. Aber so teuer war er ja nicht, der Anhänger. Das ist schon okay. Gut. Verschaffe ich mir nochmal einen Überblick über die Felder. Hier wird Stroh gesammelt. Das wird, Verzeihung, tatsächlich auch noch eine ganze Zeit dauern. Das heißt, ich schicke auf jeden Fall den Kollegen jetzt zur Unterstützung hin. Das ist eine gute Idee. Bin ich ganz alleine drauf gekommen. Also, wo ist er überhaupt? Wir nehmen mal den Kollegen, kopieren mal den Kurs, fügen den hier ein. Und dann muss der natürlich zu Feld 10. Wie ist denn der Bestand im Fermenter? Fermenter ist weiter unten. Ja, Stroh sieht erstmal gut aus. Und zum Zeitpunkt der Aufnahme ist gerade das neue Straw-Add-on rausgekommen. Da gibt es ja dann wieder den Pellet Maker, den Krone Premus oder so ähnlich, glaube ich. Habe ich jetzt hier noch nicht installiert, werde ich aber installieren und dann werden wir mal Pellets machen, die ja meiner Meinung nach schon hier mit drin sein müssten. Gucken, das müsste ja durch die Fat Action. Die sind, glaube ich, richtig was wert. Kann das sein? Hier, Holzpellets. Naja, also keine Ahnung, in welchem Verhältnis sich das umwandelt, aber es wird auf jeden Fall besser. Und diese Strohpellets müssten dann eigentlich wiederum in unser Heizkraftwerk. Das werde ich dann modifizieren und anpassen. Weil die müssen dann hier drin verfeuert werden. Oder geht das schon? Nee, nur mal ein Hackschnitzel. Ja, da würden wir dann... Ach so. Könnten auch ein bisschen Stroh herschaffen, ne? Hier würde ich dann noch eine für Hackschnitzel hinzufügen. Das machen wir gleich, wenn der LKW durch ist, dann kann der ein bisschen Stroh dahin fahren. Das ist eine gute Idee. Ist hier noch Platz? Ah, auch nicht mehr so viel. Dann stelle ich das jetzt mal um. Aha, das war schon der Moment. Okay. Hab ich Glück gehabt. So. Okay. Okay, 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 okay. Also dann, was wir lange nicht mehr gemacht haben, was machen wir jetzt? Ist ein bisschen Holz verladen. Theoretisch könnte man auch mal drüber nachdenken, noch eine weitere Holzproduktion zu kaufen. Weil wir rechnen das jetzt gleich mal durch. Ich glaube, aufgrund der Tatsache, dass wir mindestens... zwei Rübenroder und noch einen Häcksler brauchen, sollte ich das Geld lieber sparen.
So, mal gucken. Gut. Ja, was kann ich sonst so erzählen? Erste Frage, muss es stimmen? Kann eigentlich gar nicht so viel berichten gerade. Bis auf das Stroh-Add-on, da habe ich schon drüber gesprochen. Pavels Kommentar habe ich auch schon drüber gesprochen. So, die noch. Da schaffen wir keine zwei mehr drauf. Dann kann ich das auch schräg machen. Okay. Ja, also Häckseln und Rüben und so, das wird auf jeden Fall eine super krasse Geschichte. Deswegen, ich brauche jeden einzelnen Cent jetzt. Gut, wo musst du hin? Ja, da. Tschüss. Bist angekommen. Ja, wenn der jetzt hier gleich mit Ballen sammeln fertig ist, schicke ich den mal ein bisschen Stroh wegfahren. So, wie viel sind noch? 74. Jawohl. Die Frage ist. Muss ja nicht laufen, ne? Hier hin. Die Frage ist, haben wir hier Stroh? 300.000. Das ist gar nicht so viel. Das heißt, ich werde dann bisschen was auch hier reinbringen lassen. Okay, Hackschnitzel haben wir unendlich. Und Kartoffeln, ne? Bindet auch eine ganze Menge Kapital, aber das Silo ist ja groß genug, ist nicht so schlimm. Heu. Gras, ne, ist alles okay. Gut. Jo, hier halte ich schon wieder den ganzen Betrieb auf. Also den stellen wir jetzt hier so ungefähr auf die Hälfte der verbleibenden Fläche. Das ist so, keine Ahnung, irgendwo hier. Hier liegt ja auch noch mindestens, würde ich mal sagen, eine halbe Million. Aber das mit den Strohpellets, da freue ich mich drauf. So, dann müssen wir das hier noch umstellen. Hoffermenter. Ja, wir machen mal Hofsilo. Oh, ist richtig. Cosplay-Mode aktiviert. Okay. Gut. Der bleibt hier noch stehen. Der ist einfach fleißig. Da wird nicht viel gejammert. Da wird gearbeitet. Superklasse. Und du? Fahr doch einfach mal dein Korn weg. Okay, super, 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 super. Also, wie machen wir demnächst weiter? Ist wieder ein Witz über eine ganze Seite. Kann ich nicht vorlesen? Koch, was hat der Gast gerade ins Beschwerdebuch geschrieben? Daraufhin der Ober, nichts, er hat sein Schnitzel eingeklebt. Also, Feld 12 und Feld 51 sind die nächsten beiden, die ich gern kaufen möchte. 14 ist auch interessant. Da wäre ich also entspannt, je nachdem, was da drauf ist. Was ist denn da eigentlich drauf? Ist da Soja drauf? Ah, oh, ganzes Feld voller Soja. Was kostet das? 2 Millionen, 1,7. Oh, das ist sogar noch größer. 85, 70.
Ja, also wir werden auf jeden Fall eins dieser Felder kaufen, vornehmlich die 12. Und dort kommt dann Senf drauf. Und das Senffeld wird dann zum Haferfeld, denke ich mal. Wahrscheinlich zusätzlich zur 11. Das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir zwei Haferfelder nehmen, um einfach die Ausbringmenge zu erreichen. Das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Hier ist die Baumwolle, hier ist der Mais, hier sind die Rüben. Und dann tatsächlich, das wird jetzt gar nicht mehr so lange dauern. Also ich würde mal vermuten, in so 30 Folgen oder so müssten wir mit deutlich größeren Feldern unterwegs sein. Dann wird das hier alles zu Gras, die dann immer rotierend abgearbeitet werden, je nachdem, wie viel Zeit noch ist. Und dann werde ich wahrscheinlich, wir gucken mal hier rein. Sonnenblumen wird interessant, Kartoffeln wird auch interessant, sobald wir eine Kartoffelfabrik gesetzt haben. Das müssen wir auf jeden Fall auch machen. Ja, Cranberry könnte man auch ein deutlich größeres nehmen. Das wäre dann so die 51. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, und dann natürlich nochmal Mais. Da müssen wir die BGA upgraden. Ja, gut, muss entladen werden. Ist okay. Ist gerade keiner da, so wie es aussieht. Machen wir mal den Kuchen weg. Die Ausbringmenge hier stellen wir um. Haben wir auch schon gesagt. Okay. So, den Mist haben wir verladen. Huch. Gülle. ...451.000 Liter. Ich habe keine Ahnung, wie groß dieses Güllefass... Oder heißt es Fass? Güllefass? Nee. Wenn der Füllstand echt wäre, dann ist hier noch Kappa. Dann könnten wir tatsächlich mal eine Gülleaktion starten. Das habe ich auch noch nie gemacht. Also wirklich mit Feldrandcontainern. Huch, nicht den Dings verkaufen. Mit Feldrandcontainern und so weiter. Hier ist auch alles aufgefüllt. Also es ist sehr, sehr, sehr schön. Alles im Flow gerade. Bäume könnte man noch pflanzen, aber müssen wir jetzt nicht. Wie viel Holz haben wir noch? Einmal verkehrt rum um den Trecker gelaufen. Stroh muss hier noch her. Tja, ja, ist noch voll. Gut, der ist hier und dann zurück. Alles klar. Ich würde jetzt mal Folgendes vorschlagen. Also, ich würde mal... Ach so, deswegen haben wir auch einen Abfahrer zu wenig. Das macht Sinn. Ich würde mal vorschlagen, dass ich die Ernte jetzt... Ach, das ist so anstrengend. Also in der nächsten Folge werde ich mich erstmal von den Doppelanhängern trennen und gucken, ob es dann besser läuft. Jetzt hängt der da drin oder was? Rechtzeitig noch auf Play gerückt. Warum ruckelt das jetzt hier bei denen hier so extrem? Man weiß es nicht. Also nächste Folge tausche ich mal die Anhänger aus, auf jeden Fall. Ich würde vorschlagen, dass ich die jetzt hier mal zu Ende dreschen lasse. Das dürfte ja tatsächlich dann gar nicht mehr so viel Zeit in Anspruch nehmen. Und dann muss natürlich das Stroh eingesammelt werden und so weiter und so fort. Ich glaube, müssen wir mal gucken, ob ich das alles in der Folge mache. Fahr das mal weg, bitte. Müssen wir mal schauen. Es ist ja jetzt tatsächlich, ich würde sagen, der Superliner hat Probleme. Und da?
merkt man immer sofort an der Spielperformance. Wenn einer der Courseplay-Driver keinen Pfad findet und das dann verzweifelt nach und nach immer wieder versucht, dann ergibt sich da dieses Gehakel. Gut, also, das habe ich jetzt schon dreimal gesagt. Irgendwann muss ich mich verabschieden. Abschied fällt schwer, so viel steht fest. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss!